Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es über meine Arbeit mit den Elefanten im Teheraner Zoo im Iran im Mai 2022. Das ganze Video jetzt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um die Elefantenhaltung im Teheraner Zoo im Iran und um meine Arbeit im Mai 2022. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dombusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Ja, im heutigen Video, da geht es wie gesagt um die Elefantenhaltung im Teheraner Zoo im Iran und um meine Arbeit im Mai 2022. Naja, ich würde einfach mal sagen, Film ab, los geht's! Very good. If you do it 20 seconds and for the rest of the day, he has his job done. But if he bites in the things here, Mawson! If he starts from beginning, we separate them, yeah? But let's see if it starts from beginning or not. But if you always start with this sexual dominant behavior, it's not good. So, da war gerade eben Trubel. Wir waren in der Lage, das sofort zu klären. Und jetzt ist der Bulle wieder ruhig und hat scheinbar von uns eine kalte Dusche gekriegt und ist wieder runtergekommen. Das Baby hat einen Ausflug gestartet. Mihiri geht ein bisschen hinterher, aber irgendwie das Baby hat keinen Schiss mehr vorm Hasen. Mal sehen. Wo ist es da? In dem Sandspiel.
Erich, Maaßen, Meißen. So. Zuerst war Meißer immer nur unter der Schürze der Mutter. Jetzt auch wieder, aber sie hat mal einen Ausblick in Richtung Maaßen gemacht. Maybe we separate them again. Separate? Yeah, I think. No? No, maybe if he starts crazy things. Maybe we separate, it will always be like this. Maaßen! 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 Stop it! Ja, heute ist der 17. Mai 2022. Heute ist Dienstag auf jeden Fall. Und heute war der zweite Tag der Integration von Maissa und Mihiri mit dem Bullen. Und es verlief eigentlich noch besser als gestern. Es verlief sehr ruhig. Wir hatten beide Heufieder. Ich wollte gestern beim ersten Tag ohne Futter machen, damit es keinen Futterneid gibt. Jetzt haben wir beide Heufütter voll befüllt, damit ein bisschen Ablenkung da ist. Das war auch überhaupt gar kein Problem. Die haben sich auf beide Heufieder verteilt, sind auch manchmal am selben Heufieder stehen geblieben, alle drei. Und es hat eigentlich problemlos geklappt. Es gab keinen Tritt ooder irgendetwas von Maaßen zu dem Kalb. Also zu dem Kalb, da hat überhaupt gar keine Probleme. Er ist einmal sogar vorbeigegangen, ganz direkt, hat geschnuppert, interessiert. Das Kalb hat einmal alleine, sonst immer mit der Mutter gelaufen, hat einmal alleine eine Runde gedreht, auch in der Nähe von Maaßen. Gar kein Problem. Aber dann fing es wieder an mit sexuellem Interesse und sexueller Dominanz beim Muttertier. Also Maaßen zum Muttertier, zur Mihiri, der Mutter von dem Kalb. Und da ist dann einmal ganz kurz das Kalb dazwischen in die Schusslinie geraten und Maaßen hat den Rüssel eingerollt und mit dem Kopf so runter. Er hat das Kalb zwar nicht berührt, aber das war so eine Situation, halt Stopp, da habe ich ihn auch sofort zurückgerufen. Er hat auch sofort reagiert, hat sich sofort zurückrufen lassen. Wir haben ihn nicht abgesperrt. Die Situation war danach wieder beruhigt. Dann verlief 20 Minuten wieder alles ganz harmonisch. Und nach 20 Minuten fing er wieder an, der Kuh hinterher zu laufen, den Penis auszuschachten, den Rüssel auf den Rücken der Kuh zu legen, sie mit den Stoßzähnen zu pikieren und es steigerte sich dann so hoch. Und dann habe ich gesagt, bevor wir nochmal so einen Moment erleben wie vorhin, sofort jetzt Cut, Bulle rein und wir beenden das wieder, weil es wird wieder nur darin enden, dass er zunehmend übertriebene Dominanz der Kuh gegenüber zeigt und wir brauchen die Situation kein zweites Mal. Dann haben wir ihn abgerufen, er hat auch sofort pariert, hat sich sofort abrufen lassen, sofort separieren lassen, das war gar kein Problem. Danach waren die Elefanten ganz entspannt, separiert, also Maissa mit Mihiri und separiert dazu eben Maaßen. Aber wir haben dann lange diskutiert heute und wir sind zu dem Entschluss gekommen, die positive Sache ist, Maaßen hat überhaupt gar kein Problem mit Maissa, hat überhaupt gar kein Problem mit dem Kalb, aber er hat ein, ich möchte mal fast sagen, merkwürdig übertriebenes, sexuell dominantes Interesse an Mihiri. Und obwohl Mihiri nicht heiß ist, tut er sie sehr, sehr stark unterdrücken und bedrängen. Und da ist eben die Gefahr, dass das Kalb dazwischen gerät und dass das Kalb
Verletzungen davon trägt. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass Mihiri da mal eine Verletzung davon trägt. Und deswegen haben wir überlegt, die Integration an dieser Stelle erstmal einzustellen. Es wird sich daran nichts wesentlich ändern. Also dieses dominant übertriebene Verhalten wird wahrscheinlich durch die Integration alleine nicht abzustellen sein, denn es ist ja nicht die Integration mit dem Jungtier, die hat ja schon funktioniert. Es ist ja sein Verhältnis zur Kuh. Und die Pfleger haben erzählt, es war vor der Geburt eigentlich ziemlich ähnlich. Da hat er die Kuh auch jeden Tag ein bisschen getrieben und schikaniert, fast kann man sagen. Sehr übertriebenes Sexualverhalten. Und deswegen die Entscheidung, das erstmal aufzuschieben, bis zu meinem nächsten Einsatz hier, geplant vermutlich in einem halben Jahr, und das dann fortzusetzen. Denn, wie gesagt, mit dem Jungtier hat er ja keine Probleme. Und wenn das Jungtier dann schon wieder ein bisschen größer ist und auch schon mal einen Tritt wegstecken kann oder einen Kopfnuss wegstecken kann, dann kann man die Sache noch mal eher angehen. Im Moment ist es erstmal eingestellt, obwohl es sei wiederholt ist, eigentlich keine Aggression gegen das Kalb gab, aber dieses Verhältnis zur Kuh, dadurch, dass es halt die einzige Kuh ist und er sein ganzes Sexualinteresse auf diese eine Kuh fokussiert, ist das ein bisschen übertrieben. Und das müssen wir zum Schutze des Kalbes daher vorläufig unterbinden. Dies die Entscheidung heute. Ja, Mittwoch, 18. Mai 2022, Teheraner Zoo im Iran in Asien. Tja, wie gesagt, die Integration von Mahassen mit den Weibchen haben wir abgebrochen, haben wir heute nicht fortgesetzt, nicht aufgrund von Unverträglichkeiten zum Jungtier, die bestehen gar nicht, sondern aufgrund dessen, dass er ein sehr, naja, fast schon übertrieben gesteigertes Dominanzverhalten, fast schon brutal, hat zu Mihiri. Und auf diesem Grund, weil dann das Kalb zwischen die Fronten geraten kann, haben wir das abgebrochen. Gestern für abgebrochen erklärt und wollen es machen, wenn ich das nächste Mal hier bin, fortsetzen. Anyway, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute intensiv Fußpflege gemacht bei Mihiri. Wir haben heute intensiv Fußpflege gemacht bei Mahassen. Wir haben heute Blut abgenommen bei Mahassen. Leider muss ich sagen, es war nur so ein halbes Röhrchen voll. Der Tierarzt hätte gerne mehr gehabt, aber zuerst lief's und dann hat's irgendwie aufgehört. Wir wollen es morgen nochmal mit einem besseren Butterfly versuchen, nicht mit so einer Kanüle. Ich kann da
beziehungsweise nee, heute, es war auch ein Butterfly, aber es waren die blauen. Wir wollen es, die sind etwas härter, wir wollen es morgen nochmal mit der orangen Butterfly versuchen, die sind etwas weicher, die flutschen besser rein. Ja, auf jeden Fall haben wir aber Blut abgenommen, das ist schon mal erfüllt, der Tierarzt hat gesehen, wie es geht, der Zoodirektor hat es gemacht und ja, ich muss sagen, der Zoodirektor war jeden Tag mit uns überall dabei, beim Tagetraining, bei allem, also der ist sehr engagiert, besonders bei den Elefanten, was eigentlich das einzig wirklich echte Highlight ist im Teheraner Zoo. Was haben wir noch gemacht? Der Tierarzt hat versucht, Meißer den Chip zu setzen. Zweimal hat er angesetzt. Meißer ist schreiend davongelaufen. Tja, den Chip setzen, das braucht etwas länger. Da ist der Reflex von Meißer einfach schneller. Vielleicht morgen nochmal probieren. Ansonsten denke ich mal, bei 3 Elefanten im gesamten Land Iran ist es jetzt nicht so schwer zu deuten, welcher Elefant welcher ist. Aber gemacht werden muss es ja nun offensichtlich. Wir gucken mal, ob wir es morgen nochmal hinkriegen. Aber es war kein Stress, sie ist einfach davongelaufen. Dann war sie bei Mutter, dann hat sie Möhrchen geknabbert. Alles ist okay, ich bin hingegangen, ich habe sie gestreichelt, war alles gut. Ja, ansonsten war es heute eigentlich relativ ruhig. Es waren viele Zoobesucher, die Fragen hatten. Einige, die Englisch sprachen, die haben den Geburtstag auf Instagram und auf anderen Kanälen im Fernsehen gesehen und haben gesagt, oh, wir gehen mal in den Zoo. Und ach, da ist ja dieser Deutsche, die wussten, dass ich Englisch spreche, haben mich auf Englisch angesprochen. Also habe mich heute viel mit verschiedenen Zoobesuchern unterhalten. Aber sonst haben wir jetzt nichts ganz so Spezielles gemacht. Das reicht ja auch erstmal für einen Tag. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abonnement für den Kanal abschließen. Das geht da unten irgendwo. Und gerne auch in die Kommentare schreiben. Die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.